geil. Ah, machen wir. Ja. Super. Ja, bis dann. Ja, geil. Das war der Spotify-Anruf. Bald läuft das. Geil. Bald gibt's da brandneues. Ah, okay. Wo ist mein Schlüssel? So. Ich muss euch unbedingt einen Kommentar zeigen. Wir sind hier gerade auf der Durchreise nach Barcelona und mir hat so ein Fan hat mir einen Kommentar geschickt und das wollte ich euch jetzt unbedingt mal zeigen. So, jetzt sind wir drin. Aber ich muss jetzt erstmal den richtigen Laptop finden. Hey Leute, welcher war das? Ah, oh, der. Oh ja, der. Scheiße. Fuck, doch nicht. Oh Mann. Der war das auch. Da, jetzt bin ich gesehen. Noch nicht? Aber wen haben wir denn genommen? Ach ja, das ist immer sich. Ich hab keine Fingernägel, Mann. Ah. Der ist es doch! Nein! Du bist ja da. Oh Mann. Nein! Ich war mir sicher, dass er das war. Verdammt! So, ine mine Misses, rappelt in der Kiste, ine mine Mac und ich nehme mich weg. Oh, Geräusche? Ja. So, einmal öffnen und dann lese ich euch das mal vor. Hier, also. Hey Jigga, ich habe deine Mail nicht, deswegen schreibe ich dir hier. Ich bin ein Mega-Fan schon seit Tag 1. Schon als du noch mit Pit bei Octopus aufgenommen hast, habe ich dich und dein Movement schon immer mit Begeisterung verfolgt. Auf jeden Fall kein Standard-Scheiß dafür, meine Props. Ja, finde ich schon mal gut, danke dafür. Ich war vor etwa einem Jahr auf deinem Konzert und nach der Show, als du noch mit ein paar Fans Fotos gemacht hast, hatte dir jemand die Kappe weggerissen. Na, erinnerst du noch? Klar erinnere ich mich noch an sowas. Sowas geht gar nicht, Alter. Ja, ich war der Junge, der hinterhergerannt ist und die Kappe zurückgeholt hat. Was du danach mit dem Jungen gemacht hast, war übel. Zu krass. Das weiß ich auch noch. War ein guter Abend. Seit dem Tag hatte ich mich gefragt, ob es deine Kappe eventuell auch als Merch geben wird. Außerdem habe ich mich immer wieder gewundert, welcher Stoff die Mütze hat, weil das so merkwürdig weich war. Okay. Ich weiß, ihr habt Merchandise immer kollektionsweise vertrieben, aber nie Caps. Von daher meine Frage, beziehungsweise mein Angebot. Würdest du mir irgendeinmal... Was? Das macht gar keinen Sinn, oder? Würde du mir auf irgendeinem Weg irgendwie deine blaue, berühmte Jigger-Cap veräußern? Würde es, denke ich mal. Ich wäre natürlich bereit, einen entsprechenden Betrag bereitzustellen. Ich will nicht unverschämt sein, doch ein Startangebot muss gemacht werden. Daher fange ich bei 5.000 Euro an. Da sie einen speziellen Wert hat, hoffe ich, dass dieser Betrag annähernd angemessen ist. Bitte melde dich telefonisch bei mir oder schreibe mir zurück. Dennis K. PS. Ich habe jedes Release von dir gekauft, nichts gedownloadet. Ich meine es wirklich ernst mit dieser Frage. So, wenn du es wirklich ernst meinst, dann überlege ich mir das auch. Vielleicht ernsthaft. 5.000 Euro, also ich muss schon sagen, also 5.000 Euro, so. Also 5.000 Euro, ne? Ich muss schon sagen, das ist zwar nur eine Cappy, aber in der Cappy wurden die krassesten Lines gespittet. Kühl wie ein Schrank, Digga, es ist schon mal Number One, ihr kennt sie alle. Und nach meiner ersten Runde damals wurden mir schon mal 10.000 Euro geboten, also ein bisschen was müsst ihr schon noch drauflegen. Und ja, dann nehme ich das ganze Geld, wenn ihr mir das überwiesen habt. Und dann könnte ich natürlich richtig einen drauf machen. Aber der ganze Erlös geht an verlorene Hundebabys. Vielleicht auch Katzen, Meerschweinchen.
Und deswegen hoffe ich, dass es ganz schön, dass der Betrag in die Höhe sprießt und spreist und dass eine ordentliche Summe für die ganzen verlorenen Tierbabys zustande kommt. Spendet! Und für die ganzen Leute, die jetzt wieder ein bisschen haten, oh, was so wenig, er will nur 10.000, 15.000 spenden. Ey, ich habe schon weitaus mehr gespendet als der Betrag. Mach mir das erstmal nach, so sieht's nämlich aus. Spendet! Spendet! Fuck, ist das heiß hier, Leute! Oh, es ist heiß, Alter, ich muss echt hier raus, ey. Oh, ich hänge fest, Alter, mach das ab, Alter. Oh. Oh. So, jetzt habe ich mich ein bisschen abgekühlt. Und jetzt sage ich euch noch eine Sache. Jetzt war lang genug Jigger-Abstinenz. Ich bin wieder da und bald gibt's Neues zu präsentieren vom allmächtigen King. Ich will nicht vergessen, die wichtigste Message zuletzt. Mahoney steht für Musik aus dem Herz.